Wo bin ich? Komm schon, Mister! Er muss operiert werden! Seine Wörter sind überhaupt nicht gut! Wir müssen schneller denn los! Okay, Hä? Wo bin ich? Leute? Wir waren doch gerade noch auf der YouTuber-Insel und da ist doch alles explodiert worden. Und ich fühle mich gar nicht gut, Leute. Hä, was passiert hier denn? Boah, Alter, Leute. So, du bist aufgerafft. Hallo? Mann, du weißt nicht, was passiert ist. Dir ging es gar nicht gut, du wärst fast gestorben. Du wärst fast von uns gegangen. Wer bist du und wo bin ich überhaupt? Das ist doch nicht die YouTuber-Insel. Ich bin Dr. Kleinmann. Ja, du bist in einer Stadt aufgewacht. Wir haben dich aufgenommen, wir haben dich gefunden und hierher gebracht. Hä? Ich war gerade auf der YouTuber-Insel und dann ist da so eine Art Bombe gekommen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Ja, deine Schaden, der Schaden war auf jeden Fall verheerend von dir. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Alter. Ich kann mich kaum bewegen, Mann. Ey, Mann. Ja. Wieso ist das denn passiert überhaupt? Wieso, Leute, wo ist die YouTuber-Insel explodiert? Ich bin komplett... Oh, Mann, kannst du mir alles erklären, wo ich bin, wie die Stadt heißt und so weiter, bitte? Ich möchte wissen, wo ich bin, ob ich in der Nähe von der YouTuber-Insel bin oder ganz weit gehen muss. Also, ich kann dir schon mal sagen, du bist ganz weit weg. Das heißt? Ja, um zur YouTuber-Insel zu kommen, musst du 74 Tage fliegen. Das mache ich auf jeden Fall nicht, Leute. Das ist auf jeden Fall zu krass. Das werde ich niemals machen. Wo bin ich denn jetzt nun? Du bist in einer Stadt aufgewacht. Aber wie heißt die Stadt? Die Stadt heißt Stadt. Was ist das denn für ein Name, Junge? Eine Stadt, die Stadt heißt. Was willst du hier? Ist der Name. Ja, also der Name, der ist echt verrückt. Aber es sieht hier irgendwie ganz geil aus, Leute. Hey, ganz kurz. Ja? Kannst du dich ganz kurz nochmal ducken? Ich muss mal ganz kurz den Po untersuchen. Warum? Ey, ja, was willst du von mir, Junge? Was willst du? Ja, komm, wir können ja erstmal die Stadt anschauen, oder? Nein, nein, nein. Ah, Leute, wir müssen schnell abhauen. Ey, lass mich in Ruhe! Ich hau ab! Boah, Leute, das war richtig heftig, dieser Typ. Der war ja richtig komisch, Alter. Ich werde nie wieder hier sein. Ich muss mir irgendeinen Ort oder so suchen, wo ich erstmal bleiben kann. Ey, Leute, Mann. So, das ergibt das. So, okay, wenn man das hier dann macht. Hallo? Und jetzt hier anbringt. Hä? Snoopy! Hey, Professor Popel, was machst du hier? Hä? Ja, ich wohne hier. Wie, du wohnst hier? Ja, ich tue gerade ein Auto bauen, da kriege ich voll viel Geld davon. Hä? Wie ist das mal? Du wohnst so weit von der YouTuber-Insel weg, also die existiert ja nicht mehr, aber... Hä, das geht doch gar nicht. Doch. Hä? Das ist heftig. Guck mal, hier. Hättest du vielleicht ein bisschen Essen für mich, Professor Popel? Wir kennen uns ja schon ungefähr 3 Wochen. Hier. Ah, danke, Leute. Egal, das ist nur Minecraft, Leute. Auf Haramba. Dafür ist ein Tier gestorben. Ja, ist mir egal, Professor Popel. Hier wir so, beten jetzt erstmal fürs Tier. Okay, fertig. Kannst du mir die Stadt vielleicht ein bisschen zeigen? Weil das finde ich hier echt langsam voll komisch. Hier sind ganz schön komische Kreaturen. Oder eher gesagt, der Arzt, der war richtig komisch. Der wollte meinen Popo untersuchen, Alter. Hä? Als ob? Ja. Ja, komm mit. Okay, hier ist so eine coole Wohngegend. Hier kann man wohnen. Also hier, du siehst aber Häuser und so. Wird das Haus noch gebaut hier? Ja, natürlich. Easy. Ist die Stadt neu oder wie lange existiert die schon? Ah, die existiert... 10 Jahre, weiß nicht. 1 Jahr, 5 Monate, ein Tag, weiß ich nicht. So wenig und schon so viele Häuser und so? Ja, hier natürlich muss doch alles gebaut werden und so. Aber hä, wie heftig ist das denn? Irgendwie krass, ne? Ja, es ist voll krass, Alter. Und was ist hier? Was ist das hier für eine Gegend? Das ist so, hier sind ein paar Shops, wie du siehst. Also zum Beispiel hier ist, kannst du zum Beispiel was kaufen oder sowas. Womit bezahlt man überhaupt? Also mit Dias, mit Emeralds, mit Erde? Mit Diamanten.
Was? Das ist ja richtig crazy, Alter. Okay. Ja. Lass mal hier jetzt ein bisschen rumgehen. Was ist da hinten denn? Okay, okay. Ja, sieht auf jeden Fall schon richtig krass hier aus. Ja, da kommt jetzt die Häusergegend. Also da wohnen wir alle. Oh, das sieht ja richtig krass aus hier. Oha. Also das sind zwar kleine, aber feine Häuser, sehe ich. Welchen Tag haben wir überhaupt heute? Wir haben den 21.06.2000. Warte mal, ich hab's ja vergessen. Ich muss mal ganz gucken. Ah! So, meine Freunde, ich warte schon echt lange. Er ist immer noch nicht da, Mann. Ich warte schon bestimmt 10 Minuten auf ihn. Ey, er muss sich jetzt mal ein bisschen beeilen, Leute. Das dauert schon echt lange. Ey, das ist mir ehrlich einer zu viel, Leute. Ich frage ihn, welches Jahr wir haben und er antwortet nicht mal drauf. Also, das geht ja wohl gar nicht. Wie kann er bitte das Jahr vergessen? Ist das hier... Hallo? Wer bist du? Wer bist du? Leute! Ey, sag, wer du bist! Wer bist du? Hallo? Was willst du von mir? Wer bist du? Kannst du nicht mal normal sprechen? Wieso kann ich hier nicht hitten? Was? Ey, sogar dein Gehirn da hängt raus. Wer bist du? Was machst du hier, Junge? Alter, Leute. Oh, wir müssen schnell ins Haus gehen. Bitte lass mich in Ruhe. Leute, schnell ins Haus. Professor Popel. Leute, wo ist er? Wir müssen ihn schnell holen. Hallo? Hä, wo ist er? Mann, wo ist Professor Popel, Leute? Alle meine Händchen freuen sich. Ey, du stellst mir beim Bad, Was machst du hier, Alter? Du hast gesagt, du willst so gucken, welches Jahr wir haben. Da draußen war ein Monster, Junge. Ah, stimmt, da war was. Was? Es gibt keine Monster hier. Doch, hier gibt's Monster, Junge. Der wollte mich angreifen. Ich war Snoopy. Fast tot. Nein, jetzt seine Fantasien sind immer wieder komplett komisch. Du wolltest sagen, welches Jahr wir haben, Junge. Da war ein Monster draußen, Junge. Komm schnell mit. Ja. Genau hier war ein Monster. Ja, natürlich. Das dachte ich mir. Der hat mich angegriffen, Alter. Ja, bestimmt. Sind hier irgendwelche Angriffsspuren oder so? Leute, vielleicht war das ja nur ein Geist oder so, wer weiß. Vielleicht war es gar nicht echt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach weiter, okay? Zeigt mir einfach mehr die Stadt. Ja, und bitte, Wir können weitergehen. Ich will nicht, dass noch ein Monster kommt, bitte. Ey, Mann, es gibt hier keine Monster. Doch, hier gibt's du Monster. Du Träumer, Mann. Aua, lass das. So, müssen jetzt mal gucken, was es hier noch so gibt. Was ist das denn hier? Einfach, ist es ein Brunnen, der nicht aufgefüllt ist, oder was? Boah, ja, ich glaube schon. Wasserkosten sind zu teuer, weißt du? Welches Jahr haben wir denn jetzt überhaupt eigentlich? Wir haben das Jahr 2050, wusstest du es nicht? Wie, 2050? Ja, Mann. Ich dachte, wir haben 2023, Alter, Sind jetzt 17 Jahre oder so vergangen? Einfach so einfach, Leute. Nein, das kann doch gar nicht sein. Nein, du lügst mich doch an. So, Snoopy, laut Urkunde steht, dass du 18 Jahre lang im Koma lagst. Wie? Ich lag 18 Jahre im Koma. Ja, Mann. Aber, warte, kannst du erzählen? Oh, hier ist noch für die Zugschüttern. Vor 17 Jahren war 2023, also war ich 17 Jahre im Koma, oder wie lange war ich im Koma? Circa. Aber ich kann doch keine 17 Jahre im Koma einfach sein, das geht doch gar nicht, Junge. Doch, du kannst den Arzt fragen. Alter, das ist ja voll komisch, ey, Mann. 17 Jahre im Koma, das heißt, wie alt bin ich jetzt? Bin ich immer noch 13? Ja, ich denke einfach schon. Was geht hier denn einfach ab? Was ist das hier? Ja, das hier ist auf jeden Fall die Zugstation. Hier kannst du den Zug fahren und sowas, du weißt. Achso, ja. Wie krass ist das denn, Junge? Komm mit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier. Was ist hier? Hier ist, glaube ich, die richtige Bahn oder so, Leute. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Leute, wo ist Professor Popel, Nein, er hat mich wieder allein gelassen. Professor Popel? Hallo? Och nein, wo ist Professor Popel? Nein! Leute, es ist echt komisch. Ich habe ihn gerade wirklich überall gesucht und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Lasst ein Like und ein Abo da, vielleicht finden wir ihn dann ja. Also lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Es ist echt komisch, weil, Leute, ich war gerade noch...
Was ist das? Okay. Hä? Hallo? Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Hä? Ah! Wer ist das, bleib Leute? Stehen. Hä? Bro, bitte ich lass mich in Ruhe. Ich heb dir alles, was ich hab. Bitte lass mich in Ruhe. Letzte Worte. Ah, Leute, wir müssen schnell abhauen. Er wird mich nie finden. Er wird mich nie irgendwie finden. Leute, ich hau jetzt so weit weg. Ey, Mann, so meine Freunde. Ich bin jetzt echt weit gelatscht. Ich glaube, ich bin ein paar tausend Kilometer weit weggegangen. Oder nicht tausend Kilometer, aber ich bin ein paar Meter schon weit weggegangen. Ich frage mich ehrlich, was das für ein Monster war, Leute. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr wisst, wer das war. Das ist echt komisch, dass so ein Monster auf einmal hier ist. Also, das finde ich... Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Sag mir, wer bist du? Wer bist du? Bitte lass mich in Ruhe. Wer bist du? Ich bin der Tod. Oh, Leute, schnell abhauen, oh Mann. Du kannst deinem Schicksal nicht lass entkommen. Lass mich bitte in Ruhe, Professor Popel. Nein, Leute. Oh, wir müssen schnell abhauen. Ey, wer ist das? Wer ist das? Guck mal, wie er aussieht. Du wirst nicht überleben. So, meine Freunde, ich hoffe, wir haben ihn jetzt wirklich abgehängt, weil ich wusste ehrlich nicht, wer das war. Es war echt komisch, weil, ja, Leute, hier sind so komische Leute. Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Stadt bleiben möchte. Hier ist ein Haus, okay. Ey, das finde ich echt wirklich, Zug, mich, Hammer. Professor Popel, was machst du hier? Oh, hey, Stubi, was geht? Ich habe uns Milch gekauft. Hier, nimm mal eine. Ist das dein Ernst? Du hast mich da alleine lassen, Junge. Ich war nur kurz weg. Da war wieder ein Monster, holen. Der wollte mich angreifen. Ja, natürlich. Hey, Stubi, hör mal auf zu träumen hier. Hier gibt's keine Monster. Das ist kein Spaß hier jetzt, Alter. Ich habe uns extra Milch geholt. Junge, ich habe da auf dich gewartet. 10 Minuten lang und du warst auf einmal weg. Ja, ich hab uns Milch geholt. Guck mal hier, kriegst du eine. Oh, danke. Aber ey, Mann, lass mich bitte nie wieder alleine, okay? Ja, natürlich nicht. Okay, dann komm jetzt mit. Du musst mir weiter die Stadt zeigen, wenn ich hier Zebrastreifen, du musst warten. Achso, ist das hier so? Oh. Ja. Tut mir leid, dann so. Guck nach links und nach rechts, Mann. Hey, Junge. So, ich möchte hier vielleicht auch einziehen, aber ich möchte mir eine eigene Villa dann hier, wenn dann, bauen. Hey, Mann. Du Rich Boy. Was ist das? Du Rich Boy oder was? Haha. So, was ist hier? Was ist das hier? Ist das ein Hotel oder was ist das? Das ist eine Irrenanstalt. Ah, okay. Aber da kannst du einziehen. Ehrlich? Nö, ich glaub nicht. Ich möchte mir nur so eine richtig große Villa hier bauen. Ja. Ja, das wäre, glaube ich, ganz nice. Okay. Also, es ist hier echt krass zu wohnen, sage ich dir ehrlich. Oh. Ja, du kannst auch hier wohnen. Hier ist auch ein Du gehst doch selber Haus. Nicht über diese Streifen, Alter. Aber ich bin erwachsen und du bist ein kleiner Junge. Ja, du bist nicht erwachsen, du bist 8 oder so. Ja, das ist was anderes. So, ich nehme jetzt kurze Milch. So, okay, wieder ein Hotel. Ich glaube, hier gibt es tausende Hotels oder so, oder? Ja, wir haben jährlich 10 Millionen Besucher auch. Oha, ist ja richtig krass. Aber hier irgendwie sind hier gerade gar keine Besucher. Ja, anscheinend sollen Berichte zukommen, dass Leute hier Angst haben. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, warum wohl? Ich habe doch eben Monsters gesehen, ey. Ey, Snoopy, ich lebe schon seit 2 Tagen hier. Hier gibt's keine Monster. Es ist doch nicht dein Ernst hier. So, hier gibt's keinen Zebrastreifen. Dann gehe ich auch nicht über Zebrastreifen. Hey, hier sind Gleise. Ja, da kommt doch kein Zug, ey. Ja, okay, das ist eine Autobahn da. Ja. So, Leute, echt komisch hier. Ich sag euch eher... Hä? Hallo? Wer bist du? Mann, du solltest... Ich bin Adenauer. Du sollst dir wirklich. Du sollst dir wirklich schnell weggehen. Hier gibt's sehr, sehr schlimme Monster. Was? Ja, ich weiß, dass es hier schlimme Monster gibt. Die wollten mich töten. Ja, aber es gibt noch einen Boss. Und ich bin gerade so von ihm gekommen, aber du siehst, meine Lage ist. Ich bin so das gut. Hä? Ey, hier nimm erstmal eine Milch
Vielleicht geht sie dann ja besser. Mann, ich werde die Stadt hier retten. Ich werde hier alles retten. Ich werde hier die ganze Stadt retten, damit wieder tausende Personen hier raufkommen. Aber ich muss jetzt zu meiner Frau. Sie wird nämlich gerade vom Monster wahrscheinlich getötet. Also, ich gehe jetzt schon mal los. Tschüss. Boah, Leute, das ist hier gerade echt zu viel für mich. Hier geht einiges ab. Also die ganze Welt, also diese Stadt, die namens Stadt heißt, die ist gerade wirklich am kaputt gehen, sage ich euch ganz ehrlich. So, wir gehen jetzt mal hier. Was ist hier denn? Wieso ist das hier aus Erde? Und hier ist sogar eine Person. Hallo? Ein wunderschöner Tochter, ja. Was kann ich Ihnen behilflich sein? Also, hier ist ein Stand oder so, oder was ist das hier? Ja, ich habe gleich schnell aufgebaut, weißt du? Ich habe schon ein paar Monster und wir haben uns beschlossen, einen Stand zu machen zur Defensive, weißt du? Ich habe dich gar nicht verstanden. Vielleicht kannst du es mir nochmal besser erklären. Mann. Also, wir haben hier einen Stand mit Waffen hier drin und Ausrüstung in dieser Kiste. Ja. Und falls die Monster machen? Kommen, können wir die damit besiegen. Muss ich die jetzt kaufen oder also? Natürlich. Steak kostet das. 8 Steak. Ich bin ja hier der einzige. 8 Steak. Ich habe zufällig genau 8 Steak bei mir im Inventar. Ja, das ist aber echt eine Menge Glück, ne? Aber wieso so günstig? Ich dachte, man bezahlt hier mit Diamanten. Weißt du, um Sicherheit der Stadt geben wir auch gerne. Ein Steak ist. Soll ich damit irgendwie jetzt, was soll ich damit jetzt machen mit den Waffen? Ja, gib die mir, ich hab Hunger. Ja, mit den Waffen, nicht mit dem Steak, Mann. Ja, du sollst die Monster besiegen. Ah, hier erstmal. Soll ich dann jetzt in die Kiste gucken oder was? Ja, nimm sie raus, ich esse mein Steak. Was? Narrate Sachen mit OP-Goldäpfel, mit OP-Gaps. Ja, ich schätze eine Kleinigkeit, weißt du, standardfinanziert. Du weißt schon, dass das richtig heftig ist. Ja, ich esse es weiter. Okay, viel Spaß hier. Leute. Alter, wir haben ihn einfach abgezogen. Wir haben für 8 Steak diese ganzen Items bekommen. Ey, das ist wirklich so krass, Leute. Wir müssen wahrscheinlich dann gegen den Endboss fighten. Aber die Frage ist, wer ist der Endboss? Boah, Leute, ey, wir sind so rich dadurch geworden. Guckt mich an, wir essen jetzt einfach Goldäpfel. Einfach zum Snacken, Leute. Ey, das ist wirklich so heftig, was hier abgeht. Das ist wie einfach alles geschenkt. Also, wenn hier noch mehr Shops kommen würden, würde ich natürlich alles bekommen, Leute. So, ja, okay. Hier ist einfach wieder ein Shop, Leute. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich bin Obdachlosiana. Was geht hier ab? Was ist das? Hier steht Shop. Kann ich hier irgendwas kaufen? Gib mir die Diamantenblöcke. Danke. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hier sind drei Kisten, Junge. Gib mir den Diamantenblöcke. Was? Geh mir den Diamantblock, dann erklärst du ja. Hier 9 Diamanten. Oh, danke, dass du mir mehr gegeben hast. Hä? Also, hier sind 3 Kisten. Ja. Du darfst dich für eine entscheiden. Eine musst du auslösen. Entweder du hast kompletten Schmutz drin oder kompletten Jackpot. Leute, irgendwie glaube ich nicht, was ist ein Obdachloser, sieht man hier. Aber wir probieren es trotzdem mal aus. Nicht, wenn da irgendwie eine TNT-Falle oder so ist. Wir probieren es aus. Ja, Leute, 3. Ich will, soll ich denn irgendeine Kiste auswählen oder was? Na, Junge, hört doch besser zu, ich hab gesagt, einfach auswählen. Ah, okay, Leute, ich hab nichts verstanden. Okay, 3, 2 oder 1. Boah, Leute, für was würdet ihr euch entscheiden? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Für was würdet ihr euch jetzt entscheiden? Leute, wenn ihr richtig ratet, dann kriegt ihr von mir ein Like auf euer Video oder auf irgendein Video von euch. Welches würdet ihr nehmen? Also ich persönlich, 3 ist die Glückszahl, ja, das weiß jeder, Leute. Aber 2, das ist so die Mitte, wisst ihr, Mitte, ist auch ganz okay. Aber ich glaube, ich würde die 1 einfach aus Prinzip nehmen, weil niemand würde die 1 da rein tun, Leute. Ich nehme die 1. Oh, Junge, bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Oh, Mann.
Stimmt aber. Komm aus, Ramos. Ich hätte das Wort drin. Eine Kiste? Ja. Ich muss langsam mal weg, ja? Sag mir jetzt, was da drin war, Junge! Ich hab ein Schwert. Sag mir jetzt, was da drin war. Ich hab das auch. Ich geb's ja schon. Beruhig doch mal, Junge. Ah. Oha! Leute, einfach ein Dreizack. Ey, das ist richtig krass, Junge. Aber Junge, jetzt machst du so weg, kommst du auf. Ey, red nicht so mit mir, Junge. Komm her, Alter. Ich werde dich jetzt gehen, Leute. Hilfe. Wieso playst du deinen ab? Oh, Leute, ich muss mich vorbereiten. Geh weg, aua. Es reicht mir. Okay, Leute, den haben wir ausgeschaltet. Wir müssen hier so reden. Er war richtig besoffen oder so. Der war richtig frech zu mir. Aber wir haben zumindest einen Dreizack bekommen. Das ist richtig gut. Aber ich glaube, gleich kommt sogar der Endboss oder so. Weil die haben ja irgendwas vom Endboss erzählt. Da muss man auch irgendwas dagegen machen. Wir müssen echt mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier irgend so ein gleichen Endboss kommt. Da müssen wir echt aufpassen. Okay, Leute, wir müssen jetzt langsam hier wieder lang gehen. Wir müssen Mr. Popel wiederfinden. Er war echt lange nicht mehr da. Nicht, dass er irgendwie vom Monster erwischt wurde oder so. Leute, falls ihr ihn seht, dann schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Hä? Er ist ja irgendwo. Ist ja richtig komisch. Leute, echt komisch, wo er jetzt ist. Da bist du, Mr. Popel. Was machst du da, Junge? Ey, du bist die ganze Zeit einfach weg. Guck mal, was ich bis jetzt habe. Ich hab einen Dreizack. Ich hab hier Rüstung. Aber wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich hab Häuser angeschaut. Ich will hier umziehen. Mein Haus ist so klein. Ach so, wir werden uns doch zusammen ein Haus bauen. Ach, stimmt. Hab ich vergessen. Du weißt, mein Gehirn ist nicht hier groß. Stimmt, aber du warst die ganze Zeit weg. Ich hab dich die ganze Zeit nicht gesehen, Junge. Du warst die ganze Zeit irgendwo anders. Auf einmal warst du auch da hinten weg bei der Bahn. Guck mal, ich hab einen Dreizack, der kommt auch zurück. Guck. Warte, du musst ein paar Sekunden warten. Oha, einfach Thors Hammer von Thor. Ja, tut mir leid. Hier nimm einen Goldapfel. Du bist so groß. Ich glaube, so gegen den Endboss fighten. Ja, tu wieder mit deinen Geschichten, Mann. Wie mit meinen Geschichten? Glaubst du mir etwa nicht, oder was? Ah, ich bin fast tot, bitte nicht. Och, Mann, ey. Professor Popel, Junge. Ey, Mr. Popel, du musst dich mal ein bisschen vorbereiten, ja, bevor dieser Monster oder was das ist. Ich bin vorbereitet für nichts, natürlich. Natürlich, ich habe auch Gold dafür gefunden. Hä? Die habe ich dir gerade gegeben. Nein, hast du denn? Was ist der denn? Oh mein Gott. Wo? Hier ist doch nichts. Oh Gott, hinter dir! Ah! Ey, was geht? Ey, wer ist da? Ich hab doch gesagt, hier kommt jemand. Ey! Ich komme, ich helfe dir! Komm her! Nein! Nein! Professor Popel, ich werde dich rächen! Ey, es reicht mir. Ey, ich werde dich fertig machen, Alter! Oh, du hast keine Chance gegen mich. Ich hab ne Chance gegen dich, Junge. Ich werde dich platt machen, damit die Stadt wieder zu Erfüllung kommt. Komm her. Ich bin der Pro-Meister, Leute. Ich muss mich rächen, weil ich ja nicht gewonnen habe im Turnier. Ihr wisst ja, auf der YouTuber-Insel. Komm her, Junge. Leider ist nichts enchanted, aber ich werde das schaffen. Ich hab bis jetzt erst einen enchanten Goldapfel benutzt, falls du das nicht wusstest. Ich hab noch gar nichts benutzt. Oh. Okay, jetzt ich hab Stärke genommen, Leute. Das ist richtig stark. Ich werd ihn locker killen. Also, der macht mir kaum Schaden. Und der denkt, guck mal, Leute, hier mein Dreizack. Bitte, Gnade, komm, ey. Du kannst gar nichts. Leute, ich muss mich rächen irgendwie. So. Ja! Gewonnen, Leute! Let's go! Wir haben gewonnen! Ey, ich hab doch gesagt, das ist kein Gegner für mich! Let's go, Leute! Wir haben easy gewonnen! Gegen den anscheinend den Endboss, Leute. Aber für mich war das kein Endboss. Wir sind anscheinend der Stärkste aus der Stadt, der das überhaupt geschafft hat, Leute. Aber das Problem ist, Professor Popel ist gestorben, Leute. Och, Mann, ey, das ist echt
echt ein großes. Wir müssen schnell ins Krankenhaus, Leute, und gucken, ob er da vielleicht liegt. Leute, wir müssen schnell ins Krankenhaus. Vielleicht ist er jetzt Professor Popel, weil er ist gerade gestorben worden von diesem Endboss. Ich merke, die sind alle sehr schlecht in Minecraft, alle. Professor Popel. Oh, was geht, Snoopy, Bruder? Ich komme hier an mit Grün, da können wir direkt rüberlaufen. Zack, 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 zack. Was machst du hier? Du bist gerade gestorben. Was du gestorben, Mann? Du bist mir einer. Ja, wir haben eben gegen den Endboss gefightet und du bist gestorben. Bist du dir sicher? Ja. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Leute, was ist denn hier mit der Stadt? Ist das so, wenn man stirbt, dass man sein Gedächtnis verliert? Oder wie ist das hier in der Stadt? Ich weiß von gar nichts. Ich weiß wirklich von überhaupt. Professor Popel, hast du Lust, nächste Folge eine Villa zu bauen? Easy, Mann. Ich habe auch voll die krasse Idee für mein Labor, was ich da reinbauen werde, wo ich neue Monster zeige. Wir gehen dann schon. Tschüss, Snoopy, ich muss mal jetzt gehen. Professor Popel! So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dieses Projekt wird manchmal zwischendurch kommen, Leute. Also es wird nicht immer kommen. Das ist so ein Mini-Projekt, sage ich mal so. Also lasst ein Like und ein Abo da. Das war Lil Snoopy. Tschüss. Tschüss.